Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen hier bei mir zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in der Playlist Ackern bzw. in der Videoreihe Ackern. Im vorhergehenden Teil haben wir uns mit dem Mulchen und mit dem Stoppelsturz beschäftigt, sprich mit der flachen Bodenbearbeitung, haben schon mal zwei Felder entsprechend angelegt. Heute soll es ein bisschen tiefer gehen bis hin zum Saatbett und zur Rückverfestigung. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das Ganze werden wir auf den beiden Testflächen, die wir jetzt schon angelegt haben, machen. Und das, was wir jetzt zuerst machen wollen, wir erinnern uns, die beiden Flächen hier am Rand. Mal gucken, dass man das hier besser sieht. Hier haben wir Stoppelsturz gemacht. Jetzt wollen wir grubbern. Ich werde das mit dem Grubbern dann entsprechend nicht überall machen, um einfach mal zu gucken, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Gibt es einen Bonus dadurch oder gibt es keinen Bonus dadurch? Das wollen wir uns halt jetzt mal anschauen und dazu setzen wir uns einfach in unseren Schlepper und legen los. Beziehungsweise hängen hier den Kögerling ran, ein alter Bekannter, jedoch in neuer Arbeitsbreite. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was der hier hat. Ich glaube, wir sind hier bei 5 Meter irgendwas. Das schauen wir uns aber gleich mal an. Vielleicht steht es ja hier drauf. Es ist ein Vektor. Haben wir hier irgendwo ein ein Typenschild? Nee, ich sehe jetzt erstmal keins. Auf jeden Fall sind wir schon recht breit. Das ist ein klassischer Grubber, mit dem wir jetzt hier arbeiten. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit definitiv durch die erste Bahn fahren. Dort habe ich ja gesagt, das ist die optimale Bodenbearbeitung. So wie ich es auch immer machen würde. In der zweiten Bahn lassen wir es dann vielleicht sogar weg. Das wird dann ein bisschen tricky, sich das dann alles in Summe zu merken. Für mich zumindest. Aber gut, ich kann mir ja die Aufnahmen angucken und das Ganze dann am Ende nochmal zusammenfassen. So, wir klappen das Ganze hier schon mal aus. Sehr schön. Bewegen uns langsam los und senken schon mal ab. Wir haben die 15 km/h im Tempomaten eingestellt. Die erreichen wir hier auch bergab erstmal absolut unproblematisch. Wir merken aber natürlich, dadurch, dass wir jetzt tiefer arbeiten, ist die Maschine schon mal deutlich stärker in Last, als es vorher war. Bisher fördern wir auch keine Steine. Ich bin mir unschlüssig, ob ich das Feature abgeschalten habe. Ich glaube eigentlich nicht. Aber wir bewegen auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weit mehr Erde, als wir das vorher gemacht haben. Ich werde gleich die Bahn zurückfahren, dann springen wir mal in die Außenansicht, gucken uns das von außen nochmal an. Hier drehen wir wieder mit unserem Vorgewende. Doch, wir fördern Steine. Doch, alles klar. So, rein in den Tempomaten. Gewendet haben wir. Wir sehen hier auch von den Texturen her, wenn wir hier mal reingucken, wir fördern viel, viel, viel mehr Erde, als wir das mit dem Kökerling Allrounder hatten. Klar, logisch, dadurch, dass wir halt jetzt tiefer reingehen, wird auch einfach mehr bewegt. Wir halten hier immer noch die 15 km/h, das heißt, unser Warrior hier, unser Deutz, hat richtig gut Leistung. Das ist schon mal kein Problem. Ein Problem ist eher, wie wir das jetzt hier gerade gesehen haben, dass ich nicht bündig arbeite. Wo wir wieder beim Thema GPS wären, ich entschuldige mich an dieser Stelle, sollte in der Zwischenzeit das schon gekommen sein. Ich nehme hier relativ viel hintereinander auf. Als nächsten Step werden wir dann uns gleich um die Steine kümmern. Das ist ja ein brandneues Feature hier im LS22. Des einen freut ist des anderen leid, sage ich mal, an dem Punkt hier. Denn es kann schon ganz schön lästig werden, wenn wir relativ teure Technik anwenden müssen, um die Steine zu entfernen. Na, weil wir sind leider nicht dazu in der Lage,
mit einem Schlepper jetzt hier raufzufahren, Frontlader, einer Schaufel und so, die Steine mal schnell wegzumachen, sondern wir müssen uns schon teure Technik holen. Hier lasse ich wieder ein bisschen Platz. Hier sehen wir nochmal sehr schön die Abstufungen, die wir hier haben. Maisstoppeln stehen gelassen. Maisstoppeln gemulcht sehen wir jetzt nicht, weil ich hier schon mit dem Allrounder drüber bin. Hier haben wir den Stoppelsturz dann endgültig gemacht und schon den Boden angefangen zu bearbeiten. Flache Bodenbearbeitung. Hier gehen wir in die tiefe Bodenbearbeitung. Sehen wir auch sehr gut daran, dass nur noch sehr, 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 sehr wenig Pflanzenreste hier vorhanden sind. Dafür jetzt aber Steine, um die wir uns jetzt dann kümmern werden, weil uns das sonst im nächsten Arbeitsschritt die Maschine kaputt macht. Auf diesem Stück werde ich nicht grubbern. Das lassen wir so, wie es ist. Hier waren wir in der flachen Bodenbearbeitung. Da drüben sind wir jetzt in der tieferen Bodenbearbeitung gewesen. Das heißt, dieses Teststück lasse ich auch erstmal, wie es ist. Werde aber noch ein weiteres Teststück anlegen, in dem ich weder gemulcht habe, noch Stoppelsturz gemacht habe, aber direkt gegrubbert habe. Das mache ich jetzt mal eben schnell und dann sehen wir uns im nächsten Arbeitsschritt wieder. Hier sieht man im Übrigen nochmal sehr schön die Abgrenzung. Stoppeln, Stoppeln gemulcht, mit dem Allrounder drüber, flache Bodenbearbeitung, grobern, tiefere Bodenbearbeitung. Ne? Das sieht man hier ziemlich gut und wir haben hier dann schon im Prinzip 1, 2, 3 Bodenbearbeitungsschritte bis hierher und wir sind noch nicht fertig. Wir müssen nämlich jetzt erstmal unsere Steine entfernen, damit wir die nachlaufenden Arbeitsgeräte nicht sinnlos beschädigen. Denn durch die Steine, die auf dem Feld liegen, man könnte sie jetzt auch einfach liegen lassen und drüber arbeiten. Den Effekt, den man dann aber hätte, ist, dass die Maschinen schneller verschleißen. Wenn ihr reich seid und euch das leisten könnt und die Geräte öfter in die Reparatur geben könnt, dann könnt ihr das tun. Wir lassen das jetzt hier einfach mal weg, den Verschleiß und die Kosten, die jetzt so ein Feld aufwirft, das werde ich in dieser Videoreihe nicht betrachten. Hier geht es wirklich ums reine Ackern. Somit haben wir jetzt hier unseren Steinesammler hinten dran. Hat blende ich mal wieder aus. Der ist jetzt auch nicht unbedingt relevant oder wichtig für die Schritte, die wir hier tun. Und ich fahre hier mal drauf. Klappt mal das Ganze aus. Anschalten müssen wir das Ganze natürlich auch. Arbeitsgeschwindigkeit bin ich mir hier nicht sicher. Auf jeden Fall können wir damit halt die Steine aufsammeln. Und so ein Gerät, Freunde, so ein Gerät kostet, keine Ahnung, 50.000 oder mehr noch. Das heißt, selbst der Mieteinsatz, wenn wir mit so einer Maschine hier fahren, die nur dafür da ist, um die Steine aufzulesen, ich meine, hier in dem Fall ist es vielleicht sogar ein bisschen unfair, weil in dem Fall haben wir auch nochmal eine Bodenbearbeitung drin. Das müssten wir uns eigentlich gleich mal anschauen. Es wird der Stoppelsturz hier wieder aufgehoben. Und wir haben jetzt hier das Grubbern. Gepflügt haben wir nicht, Saatbett haben wir nicht. Okay, also was wir schon mal nicht haben, ist, dass der Steinesammler uns hier irgendeinen Vorteil in der Bodenbearbeitung verschafft. Das macht er schon mal nicht. Ja, und damit sammeln wir die jetzt auf. Und das Einzige, was wir dann mit den Steinen machen können, ist sie letzten Endes ja irgendwo wegzubringen und zu verkaufen. Mehr bringt uns das Ganze jetzt hier nicht, also ist einfach nur ein Thema der Verschleißreduzierung. Was man jetzt auf jeden Fall schon merkt, wenn man hier so mit dem Steinesammler drüber bügelt, ist, dass es relativ uneben jetzt ist. Man müsste sich das in den Videos nochmal angucken, auch in der flachen Bodenbearbeitung war oder bilde ich mir ein, dass alles wesentlich ruhiger war und jetzt, wo wir schon gegrubbert haben, schüttelt es uns halt hier immer mehr durch. Könnt ihr mir ja auch gern in die Kommentare schreiben, ob ihr die Erfahrung genauso gemacht habt wie ich oder ob euer Empfinden entsprechend das gleiche ist. Auf jeden Fall fühlt sich das ziemlich cool an. Als nächstes werden wir uns jetzt die Kreiselegge schnappen, um ein entsprechend schönes Saatbett zu bereiten, in das wir dann unser Getreide legen werden. Also optimal mit allem Pipa-Plupp. Auch das werde ich wahrscheinlich nur
an der ersten Stelle machen. Wir haben jetzt hier auch keine nachgelagerte Arbeitsmaschine. Also es gibt natürlich auch Kombinationen der Kreiselecke und der Saatausbringung. Ich wollte das Ganze aber voneinander differenzieren, dass wir die Unterschiede auch besser erkennen können. So, mit der Kreiselecke werden wir jetzt nicht mehr so schnell fahren. 6, 7, 8 km/h oder sowas. Wir schalten das Ganze ein. Ah, da ziehen wir hier schon mal gut an im Schlepper. Und dann kreiseln wir den Boden. Lässt sich jetzt von hier innen drin echt nichts sehen. Außer, dass wir eine Texturveränderung des Bodens haben. Vielleicht sieht man das außen ein bisschen besser. Ne, wir zerhacken jetzt also nochmal richtig schön den Boden. Das, was wir aufgekruppert haben, beim Kruppern kommen ja dann meist noch, sagen wir mal, auch richtige Klumpen zustande. Die werden jetzt hier nochmal richtig schön durchgehackt und ihr seht schon, links zu rechts wird der Boden immer feiner. Und das Ganze ist dann auch ein entsprechend ordentliches Saatbett. Wir gucken gleich nochmal ins Escape-Menü, ob das Ganze überhaupt einen Sinn ergibt. Auf jeden Fall, natürlich könnte man nach dem Grubbern schon in die Bodenbearbeitung weiter reingehen. Ich will aber wissen, bringt das Kreiseln jetzt noch was oder nicht? Ja, und das werden wir uns natürlich angucken. So, am Ende sieht das Ganze so aus, hier wo noch die Schlepperspur drin ist, sag ich mal, die Reifenspur vom Traktor. Das ist unser gegrubbertes und das hier daneben, es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, ist dann schon unser gekreiseltes und dann sieht man schon, wie fein der Boden hier ist. Ich kann mal ein bisschen hochfliegen, vielleicht sieht man das dann ein bisschen besser. Ja, doch, sollte man eigentlich erkennen. Und auch im Escape-Menü kann man hier was erkennen. Was wir gemacht hatten, war der Stoppelsturz. Der Stoppelsturz ist jetzt hier aber in der ersten Linie auch schon wieder aufgehoben. Danach haben wir gegrubbert. Das war auch hier. Man sieht hier noch ein bisschen den blauen Rest. Ist aber auch aufgehoben. Gut ist, dass wir hier unsere Teststreifen haben. Da sehen wir nämlich noch die Stati. Die Status, Stati sagt man ja nicht, Stati ist falsch. Ich wurde auch dahingehend schon mal berichtigt von euch. Gepflügt haben wir nicht. Was hier aber jetzt dazugekommen ist, ist hier das Saatbett. Ne? Der Filter Saatbett und das ist nochmal ja, eine eigene Färbung. Also muss das Saatbett an dieser Stelle ja auch einen Vorteil bringen. Das werden wir dann natürlich auch am Ende sehen. Wie viel mehr Ertrag wir hier vielleicht fahren oder nicht fahren. Das ist es aber für dieses Video auch schon wieder. Im nächsten Schritt kommt noch was, was auch sehr, sehr neu ist und was hoffentlich auch nochmal einen Bonus bringt. Dazu kommen wir dann aber im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer gern in die Videokommentare. Ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Macht's gut, Freunde. Tschüss.